Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaffee. Da sind wir wieder. Mit Bloody Omi. Wie in der letzten Folge schon gesehen, haben wir neue Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten werden sehr, sehr toll und praktisch werden. Blut vom Weiten absaugen. Aufpassen, dass man sich nicht selbst vergiftet. Das war so klar. Herz der Dunkelheit. Ich hab noch 4 Stück, ich muss aufpassen. Wenn ich keine Herzen mehr habe, dann bin ich tot. Die Äxte. Aber dann bin ich wirklich TOT von uns gegangen. Bay Victor! Bay Victor! Verzeihung, kannst du aufhören? Das fand ich jetzt komisch, aber okay. Nee, aber im Ernst, so TOT von uns gegangen möchte ich noch nicht sein. Flammenschwert. Such dein Ziel. Such dein Ziel. Das wäre ein bisschen doof, TOT von uns zu gehen. Aber ich weiß nicht warum, ne? Aber das TOT von uns gegangen. Ich weiß, woher ich das habe. Damals, Bernd das Brot. Hat er mal gesagt, TOT von uns gegangen. Irgendwie habe ich mir das angeeignet und ich werde sterben. Scheiße, wie weit geht denn der Sumpf noch? Also zumindest nicht nach unten. Na, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommen wird. Oder noch was sein wird. Geh einfach mal durch. Merkt schon, nichts kann mich retten. Seltsam. Sollte Forador einen für ihn so gefährlichen Unterschlupf gefunden haben? Der Sumpf bedeutet für Vampire Gefahr und Schmerz. Das wird langsam immer schlechter, ne? Aber wie hier immer noch fleißig Vorador's Name eigentlich falsch bzw. beschissen ausgesprochen wird. Vorador. Sag doch gleich Dumbledore. Boah, aber der Sumpf ist aber mal fucking gefährlich. Ich stehe kurz davor, die Biege zu machen und einfach zu fliegen. Wenn die Musik nicht so geil wäre. Obwohl, das Fliegen hat sich jetzt dann wohl eh erledigt, weil brauche ich nicht mehr. Na fuck, 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 fuck! Forados Unterschlupf lag tief im Wald Termagant, unter Reben und Kletterpflanzen verborgen, die am alten, verwitterten Stein emporrankten. Diese Zusatzinfos sind einfach genial. Muss man mal behaupten. Einfach mal sagen. Ne? Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist genial. Forado. So, wir sind wieder im Anwesen. Ich hoffe gerade irgendwie ein bisschen, dass meine beste Freundin heute vorbeikommt. Auf einen Kaffee. Ein bisschen Hoffnung habe ich. Bitch. So, wollen wir mal.
Ja, den hatte ich ja gedrückt. Ha! Aber es klappt! Funktioniert! Und mit der passenden Rüstung kommen mir auch keine Ghouls mehr entgegen. Oh, das wird es doof. Ah, schön. Na komm, Blut wirst du hier nicht finden. Nicht wirklich. Lassen wir es mal. So, Vampir-Lady. Hey, Victor! Brenne jetzt den Arsch weg. Okay, die eine Malerquelle wollte ich jetzt nicht abfackeln, aber oh, passiert. So, aber genau zu dir wollte ich. X. Oh, ich habe sie getötet. Ich unterschätze manchmal diese Minions hier. Ich unterschätze wirklich. Die Firma dankt. Das nehme ich jetzt auch wirklich alles auf, ne? Weiß das nicht. Nicht, dass ich den Scheiß zu Kane bringen muss oder irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, ich nehme es auf. Na, zumindest ist ein neuer da. Wird spannend. Wenn ich dich jetzt töte. Tatsache. Krieg die aufgehobenen Sachen. Yep. Und jetzt endlich diese scheiß Tür offen. Oh fuck. Warte. Natürlich trifft er. Aber ich die Viecher hasse manchmal, ne? Wohl, Na, falsch. Das könnte die Lösung sein. Hey, Victor! Fackel euch einfach alle ab. Und bin geschützt. Hey, Victor! Boah, schlimmer als Nekromanten. Blobs? Ja, ihr seid Blobs. Ihr habt ein bisschen Ähnlichkeit mit verlorenen Seelen. Ah, warte. Das. Jetzt muss wieder mal getestet werden. Schutzschild und Blut. Er hat sich selbst getötet. Ah!
Ach, ich komme. Aber, stimmt, das Schild ist nicht. Herz der Dunkel. Fuck, ich werde sterben. Das Schild ist nicht nagelabweisend. Fuck. Kann ich das übersehen? Ablops. Normalerweise würden sie ja rumstreunern, aber es sind ja niedrige Lebensformen. Oh, ich glaube, dich töte ich nicht. Nein, dich werde ich benutzen. Haha. Dein Blob ist mal auf dem Wege. Sagen, du darfst sie haben. Ach komm, hol sie. Nein, dann ist sie einfach tot. Ich habe unsere Bande aufgelöst. Ah, fuck it. Ach, meine Güte. Ach ja, ein Blob. Das war ein Blob. Schauen wir mal, komm ich da rüber? Schönes Ding. Schönes Ding. Palim, palim. Nein, geh weg. Zu nervig. Wann komme ich bitte zu Vorador? Oh, im Blut anderer zu baden. Dieser Zauber ist besonders nützlich, wenn man mehrere Gegner auf einmal bekämpfen muss. Hüte dich vor denen mit verdorbenem Blut. Die Warnung sollte ich respektieren. Man hat ja schon gesehen, was passiert, wenn verdorbenes Blut im Spiel ist. Man vergiftet sich selber. Oh. Die Kammer, die ich betrat, hatte nur einen Zweck. Menschen zum sadistischen Vergnügen des Erfinders zu foltern und hinzurichten. Blut war überall verspritzt und überzog die Dornen an den Wänden sowie den Boden. Furcht und Leid der verstorbenen Opfer war noch durch die todbringenden Wände zu hören. Eine Sinfonie von Schrecken und Schmerz erfüllte die Luft. Dann war außer den schreienden Seelen auf einmal auch das makabre Lachen des Vampirs selbst zu hören. Und auf dieser Mauer stand in Blut geschrieben Manus Celer Dei, das heißt, die schnelle Hand Gottes. Die schnelle Hand Gottes, wie geil. Alle ausgesorgt. Was würde denn wohl bedeuten, ich bin bald am Ziel? Was bist du denn? Bey Victor! Bey Victor! Ich hab keine Ahnung, was das für ein Wesen war. Ich hab keine Ahnung. Das war seltsam. Nein, ich hab... Oh, falsche Taste gedrückt. Unter Vorados Besitztümern fand ich eine alte Chronik. Vor langer Zeit wurden die Vampire so zahlreich, dass der Kreis darauf aufmerksam wurde. Der Orden von Sarafan bzw. die Engel des Lichts wurden geschaffen, um gegen diese Bedrohung vorzugehen.
Und so nahm die Vampirjagd ihren Anfang. Naja, das ist wie hier in Deutschland. Ja, welche Vollidioten gibt's denn mal? Die dann Scheiße bauen und dumm sind und was weiß ich nicht alles. Reck. Was haben wir doch hier aber 1 zu 1 auch. Gibt immer ein paar Dummen. Die Webereien berichteten von Chaos, von einer Orgie des Feuers und des Schmerzes. Untote Kreaturen mit verwester Haut, von Schwefel und Asche überzogen, blickten mir aus dem Abgrund entgegen. Ihr gequälter Blick zeugte von ihrer Schwäche. Ihr Schicksal würde nicht das meine sein. Blut zu Blut. Und das sind wohl dann wohl die Vampir-Drogenopfer. Original. Na, eine Büste. Mit Hebel dran. Hätt's gedacht. Scheint aber jetzt nicht mehr weiterzugehen hier. Nö, also kurz zu sterben. Tot. Ein Vampir, der sich irgendwie schützen kann und mit Blut spritzt. Das sieht aus wie Blut, was er da wirft. Er hat anscheinend ein Schutzschild. Ja, wir haben ja schon gelernt, oh, jeder Vampir hat andere Fähigkeiten. Ist da einer dabei, der sich schützen kann? Why not? Ein Speicherpunkt. Ich glaube, ich bin kurz vor Vorador. Ich kann gleich mal Hallo sagen. Dann tun wir das doch. Hallo? In den Tiefen jenes finsteren Waldes ist mir Schlimmeres als die Hölle begegnet. Ich hatte eine Vision meines künftigen Schicksals. Mir begegnet selten jemand meinesgleichen. Vor allem jemand, der so jung und töricht ist wie du. Nichtsdestotrotz, trink, nimm einen tiefen Schluck und genieße deine Gabe. Gabe? Ha! Forador hielt den Fluch, der auf mir liegt, für einen Segen. Er glaubt, wir seien Götter und die Sterblichen opferten ihr Blut, damit wir unsere übernatürlichen Kräfte voll entfalten können. Und tief in meinem neuen Inneren musste ich ihm recht geben. Diese Träume der Sterblichen waren wie Bitten, Bitten um unsere Macht. Ich habe das überdacht, während der dekadente alte Thor über seine Vergangenheit gefaselt hat. Er prahlte mit seinem Sieg über den Sarafan Malek und seiner Rache am Kreis der Neuen, da diese den heiligen Krieg der Sarafan gegen uns unterstützten. Malek! Hunde! Hier wartet ein Leichenschmaus auf sie! Thank you.
Nach dem Töten von 6 Schafen habe ich ihren armseligen Hirten besiegt, Malek. Seitdem hat unser eins das Vieh nur noch als Nahrung gebraucht. Ich schlage vor, du tust das Gleiche. Die Einmischung in die Angelegenheiten der Menschen ist nicht gut für uns. Die Hexenjagden der Sarafan sind für uns zu mühselig. Hast du verstanden, Kain? Gut, nimm diesen Ring. Wann immer du Hilfe brauchst, kannst du mich damit rufen. Trotz deiner jugendlichen Arroganz amüsierst du mich, Kain. Ich möchte dich nicht an den Abgrund verlieren. Nun, geh schon! Nice. Und es gibt ja sogar einen zeitlichen Fehler. Ein kleiner zeitlicher Fehler, den man am Anfang sehen konnte. Da hat ja Vorador den Soul Weaver, den man... so gesehen ist es ja der Soul Weaver. Vorador kann aber zu diesem Zeitpunkt den Soul Weaver nicht gehabt haben. Weil als Reis angegriffen wurde von... Mein Besuch bei Vorador hatte mich in meinem Entschluss bestärkt. Seine Macht konnte von Sterblichen nicht herausgefordert werden, weshalb er einem anderen Gegner zum Opfer gefallen sein musste. Dekadenz hat schon viele große Krieger den Kopf gekostet. Danke für den Hinweis. Ja, zu dem Zeitpunkt, als Vorador den Kreis angegriffen hat, lag er, war Raziel aus Soul Weaver 2 und 1, aber schon in dem Moment in der Festung der Seraphan mit, und da lag auch der Soul Weaver, also er kann nicht an beiden Orten gleichzeitig existieren. Ich glaube, das speichere ich mal eben. Also ein kleiner Fehler. Das ist nur ein kleiner. Und man könnte am Ende sagen, ja, das ist eine ähnliche Waffe gewesen, die den vom Aussehen her wie den Weaver gleicht. Mal sagen. Renn, Baby, brenn endlich. Oder komm ich schon durch die Tür? Die Tür ist die Schuld. Ja, ich die Tür schuld. Also am Ende könnte man sagen, vielleicht eine ähnliche Waffe, aber korrekt ist es ein Fehler. Aber man hat auch nicht erwartet, soweit ich gelesen habe, hieraus noch einen zweiten Teil zu machen oder mehrere Teile. Also die Geschichte überhaupt fortzuführen, das war eigentlich noch nicht geplant zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man ja Legacy of Kain dann weitergeführt. Wie? Weil ich sehe da keinen Raum dazwischen. Da ist auch keine Tür. Und wisst ihr, was ebenfalls lustig ist? Die englische PlayStation-Fassung des Spiels läuft einen kleinen Tick schneller. Nur einen kleinen. Ah, das ist... anscheinend, so viel ich gelesen habe, auch nicht ganz richtig. Aber es liegt dann irgendwie wohl mit. Es liegt dann wohl in den Unterschied zwischen PAL und irgendwas anders. Aber am Ende hat man diese Geschwindigkeit beibehalten, das ist das Seltsame dabei. Und so verließ ich diesen Ort. Nun wusste ich genau, was für ein Monster aus mir werden würde, wenn ich mich meinem Fluch einfach hingeben würde und hatte einen Verbündeten für die Zukunft.
Den hast du in der Tat. Frage. Was? Welches Dorf ist das? Ist mir gerade nicht geläufig, welches Dorf das da ist. Jetzt ein Salang. Ah, ein Leuchtfeuer. Ich eines Tages jeden zurückkehren kann. Was wahrscheinlich nicht sein wird. Auch die Äxte. Jetzt frage ich mich allerdings. Die Äxte. Wahrscheinlich kommt schon Speichern hier zurück. Jetzt frage ich mich allerdings, müsste ich wieder zu Malik zurück, ne? Eine Triade schließt sich auf dem Dach der Welt zusammen, Kain. Eine Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft steht bevor. Im Norden musst du Rache suchen. Okay. Was ist denn im Norden? Lass mal gucken. Also ich möchte mir das Dorf noch ansehen, ne? Keine Sorge. Okay, ich soll da oben hin. Kann ich jetzt so hinreisen, zum Glück. Aber ich möchte auch gerne Malik besiegen. Das, weiß nicht. Na komm, Exit. Kommst du wohl runter aufs Eck? Ich ärgere nicht, ich merke das schon. Da haben wir es doch, Exit. Ach schon. Dann schauen wir mal, komme ich da runter? Ja. Na, Wölfchen. Schauen wir mal, was hier so ist. Wie ich stehe, ne? Nice. Warte mir aber mal schreck, das Ding bewegt sich. Man kann euch töten, okay. Da fick mir in Hölle. Bay Victor! Wie kann mich so direkt treffen? Sag mal, heilige Arsch und Krähe, jetzt geht's schon aber, ne? Geht mal aber zu weit, Junge. Okay, ich suche einen anderen Spell raus. Den hast du verpatzt. Du kannst gegen die Krähen nichts machen. Und fucking fassbar, du kannst ja nichts machen. Aber ich glaube gut. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wovon ich kam. Woher kam ich gerade? Ich weiß das nicht mehr. Und ich muss endlich mal so einen scheiß Cap holen für den Controller. Ich vergesse das jedes Mal so einen scheiß Cap holen. Also so den Stick. Ich vergesse das immer wieder. Meine Fresse. Aber es ist doch nur 5 Minuten eBay. Wir gehen mit Sommerzone. Aber nur 5 Minuten. So, wo führt mich dieser Weg hin? Ich habe keine Ahnung. Aber wir gucken mal im Dorf. Was da so ist. Natürlich mit meinem neuen Lieblingsschwert. Flammenschwert. Allein der Name ist ein Orgasmus in meinem Ohr. Flammenschwert. Hallo. Jemand zu Hause?
Aber wenn du schon schläfst, ne? Schönes Ding. Schlaf mal weiter. Ach nee, du bist jetzt tot. Das ist nicht eigentlich schon fast belastend, dass die Bewohner einfach so ausgetauscht werden. Das ist ein Tod. Die wurden einfach ausgetauscht. Aber es ist gut für mich, genug zu trinken. Und ihre Schätze. Aber so ein bisschen fies ist das schon, du schläfst und bist dann noch einmal tot, weil, ja, ausgesaugt. Also irgendwie ist das so fies. Es ist ein kleines bisschen fies. Also finde ich zumindest. Was ist das denn? Eine Kuh? Da passt eine Kuh drin, oder? Nur ein leerer Käfig. Warum geht eigentlich die Musik gerade so ab? Also die Songwahl macht mir hier teilweise Sorgen. So, die beiden habe ich. Drei fehlen noch. Aber hier ist kein Bewohner, ne? Niemand. Außer einem komisch grünen Schrank mit einer Truhe davor ist aber wirklich nicht viel, ne? Nur hat nur zwei Räume. Ah! Wer ist denn der Ort? Jetzt wo es langsam Tag wird. Auf meinen Reisen habe ich viel von der Legende um Janus Audran gehört. In diesem idyllischen Dörfchen, Ustenheim, wurde der finstere Gegner geboren. Janus labte sich an den Bauern, bis er schließlich aufgespürt und hingerichtet wurde. In Wahrheit wurde er nie wirklich hingerichtet, sondern nur sein Herz wurde rausgeschnitten. Und das Herz von Janus Audran ist das Herz der Dunkelheit. Aber wie man wissen sollte, von wegen Herr Schick muss man wissen, entfernt man eines Vampiren Herzens, lebt der Körper weiter. Und das Herz schlägt weiter. Körper und Herz leben weiter. Edge. Das ist keine Gewalt gegen Frauen, sie wollten mich schlagen. Das haben wir alle gesehen. Ist hier ein Schwert raus, ne? Das muss aber auch brutal sein, ne? Ich touch dich an und verbrennst am lebendigen Leibe. So ein Klümpchen Asche. Das muss brutal sein. Oder? Irgendwie muss das doch brutal sein. Ich meine, ich touch dich mit dem Schwert an und du verbrennst instant so ein Häufchen Asche und du kriegst es noch mit. Weil du schreist da noch vor Schmerzen. Oh, ich kann Stühle verschieben. Ja gut, warum nicht? Aber dein letzter Atemzug ist dann einfach so ein Todesrücheln. Und hey, Bewohner! Ist doch immer wieder eine Ehre. Ich schau mal an. Aber das... ja, dann drehe ich mich einmal im Kreis. Ich komme noch von da. Okay, da wir das Dorf jetzt so erfolgreich geplündert haben und sogar Leute im Schlaf getötet haben und jetzt einfach neue wieder da sind, würde ich mal straight behaupten, gehen wir mal nach oben zu den Höhlen. Und damit das nicht so lange dauert. Nee, rennen wir ein bisschen. Scheiße, was ist das denn?
Will ich das Vieh bekämpfen? Der arme Wicht war bis zur Unkenntlichkeit mutiert. Kaum vorstellbar, dass dieses Etwas einst ein menschliches Wesen gewesen sein sollte. Diese seltsamen, von schwarzer Magie erschaffenen Kreaturen, Wesen, die halb Insekt, halb Säugetier waren. Menschliche Torsi auf Scheußlichkeiten gepflanzt. So makaber das Ganze war, konnte ich nicht umhin, die Genialität ihres Schöpfers zu bewundern. Es ist jetzt vergiftet. Vey Victor! Vey Victor! Aber ja, ich weiß, was er meint. Die Genialität ist nicht abzustreiten. Und dass die Viecher sehr gut zielen können. Die Äxte. Also man kann es nicht von Hand weisen, sehr genial. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke von uns. Trinke aus uns. Ach, weil ich Äxte habe, kann ich das... Flammenschwert. Das Blut von Zeitaltern halt die Schnudde. Ist so süß. Trinke aus uns. Deine magische Energie wird durch unser Blut schneller wiederhergestellt. Das klingt sehr gut, aber liebe Leute, wir machen das nächste Mal weiter. Habe ich jetzt einfach so entschieden. Wir machen das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, Akashi. Lasst mir was Schönes da und dann sehen wir uns morgen. Unsere Kuss auf Nuss und bye bye.